Wenn du da mal einen Fehler machst, dann kannst du auch bis nach hinten losgehen. Aber dann habe ich mir gedacht, dann ist der Schalter gekommen und hat gesagt, okay, das machen wir jetzt. Ich lauf. Die drehen sich um, die eine rülpst, hat ein Bier in der Hand, die andere lacht, hat keinen Zahn mehr im Mund. Ich denke so, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier überhaupt gelandet? Ne? Christian Jungwirth hast du gerade erwähnt, müssen wir natürlich auch erwähnen, ein Topmann aus Deutschland, aus Stuttgart. Die Chance ergibt sich natürlich, dass es vielleicht früher oder später doch dazu kommt. Eine Schlacht einfach. Also ich glaube, das wird, ich kann mich nicht erinnern, dass es so eine Paarung überhaupt mal gegeben hat, von so zwei explosiven Kämpfern. Im Idealfall, wie wird es laufen? Wie gewinnst du das? Idealfall ist immer ein K.O.-Sieg. Herzlich willkommen bei Fight One. Mein Name ist Elias Stefanescu und heute sind wir hier in Frankfurt im Pure Platinum mit MMA-Superstar Christian Eckerlin. Superstar heute. Grüß dich, Mensch. Hi. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, Octagon 36, Heidenshow. So ziemlich jeder hat davor und danach natürlich über dich gesprochen. Du hast da einen richtigen Boom ausgelöst, wage ich mal zu sagen, in der deutschen Szene. Wenn man jetzt so die letzten Wochen zurückblickt, du hast natürlich jetzt ein bisschen Urlaub gemacht, verdientermaßen, was hast du noch so im Kopf? Ja, das letzte Jahr war schon speziell für den MMA-Sport in Deutschland ein Riesen-Step. Für mich persönlich natürlich auch. Haben zwei Kämpfe gehabt in der Festhalle, ausverkauft. Ja, es war unbeschreiblich. Ich gucke mir ab und zu mal die Kämpfe nochmal. Ja, im Urlaub habe ich ein paar Mal angeguckt. Da kriegt man immer noch Gänsehaut beim Walkout. Und ja, ist eine Riesennummer für alle aber. Ne? Auch für die jüngeren Kämpfer, für alle, die an den ganzen Projekt, sage ich mal, mitgewirkt haben. Und von daher bin ich da sehr stolz drauf. Ja, die Festhalle Frankfurt, ja auch lange Zeit die ganze Zeit so im Fokus gewesen. MMA, Kampfsport wird es da niemals geben. Mhm. Auf einmal Christian Eckerlin in der Main Event. Ja, das hätte man vor, sage ich mal, 4-5 Jahren nicht mal zu denken gewagt. Jetzt gab es natürlich in der Stadt eine Änderung von dem Eigentümer oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wer da verantwortlich ist und die dann gesagt haben, hey, da haben wir Bock drauf, das machen wir und ja, der Rest ist Geschichte, sag ich mal. Geschichte definitiv. Zum Thema Geschichte, dein Gegner war zweimal der gleiche, Edilson Neves de Oliveira, der Brasilianer. Wie hast du das zweite Duell besonders erlebt und ich kann mir vorstellen, der Druck muss ja unglaublich enorm gewesen sein, besonders mit dem Hintergrund, gehen wir gleich drauf ein, mit der ganzen Kritik, mit der du umgehen musstest. Ja, natürlich, man hat natürlich vor jedem Kampf einen gewissen Druck, aber dann natürlich noch in der Heimatstadt. Der zweite Kampf, erste Kampf, ja, wie soll ich sagen? Nicht so, wie ich es erwartet habe, sage ich mal. Dann gehen wir direkt darauf ein. Also da gab es ja diesen Pseudo-Tiefschlag, Tieftritt, so wurde es ja tituliert. Vielleicht nochmal deine Sicht der Dinge, wie hast du es körperlich erlebt? Eigentlich ist es, ich sag mal, so eine 1:1-Kopie von dem letzten Tiefschlag. Das Knie geht nach oben, trifft mich im Magen, aber das Schienbein schwingt durch. Und das war alles, was ich auch beim letzten Kampf gespürt habe. Und von daher haben wir schon oft genug drüber geredet. Hat dich denn gewundert, wie das so zu kippen schien? Teilweise online jedenfalls die Kommentare, so viel Kritik, dass Leute dich, ich sag mal, sehr hypen. Aber sobald es einmal ein bisschen Kritikpunkt tatsächlich gibt, dass sie so ein bisschen wie die Geier auf dich sich stürzen? Ich glaube, das ist die Gesellschaft heutzutage. Ne? Das spielt nicht nur jetzt die sportliche Aspekt eine Rolle. Ich denke, da ist auch der Lifestyle. Das sieht nicht vielleicht jeder gerne. Da gibt es Neider oder auch Sonstiges. Deswegen. Aber du kennst mich wie lange schon? Über 10 Jahre, glaube ich. Ich habe auf sowas nie was gegeben. Fast 15, würde ich oder sagen. Oder fast 15 sogar. Siehst du mal, wie alt wir schon sind. Ich gebe da drauf nichts. Ich weiß, ich habe meinen Weg, mein Ziel vor Augen. Wurde im letzten Kampf geklärt, habe alle mundtot gemacht. Und von daher muss ich sagen, ein lachendes und ein weinendes Auge. Weil schon natürlich, wenn du da die Kommentare liest, beschissen und das und das. Weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin Kämpfer für spektakuläre Kämpfe. Ich gehe immer mit 120% rein und versuche da eine gute Show für MMA Deutschland und für mich persönlich, für meine Freunde, Familie, Fans abzuliefern. Und das ist das Einzige, wo ich so für mich so sage, okay, das ist ein bisschen schade, aber kratzt mir nichts an der Krone ab. Ja, den Show hast du definitiv abgeliefert. Man hat aber gesehen, du bist ein bisschen vorsichtiger reingegangen im Vergleich zum ersten Fight. Wohlwissend nehme ich an, erstens der Druck natürlich, aber gleichzeitig mutmaßlich keinen Fehler zu machen und das Ding dann nach Hause zu fahren. Hast du spekuliert drauf, dass es früher oder später vielleicht auf den Boden geht? Oder hast du gedacht, vielleicht geht im Stand auch was? Weil er ist ja auch ein Typ, der gerne ballert. Ja, ich hab's, man muss natürlich dazu sagen, im ersten Kampf habe ich ein bisschen unterschätzt.
habe nicht viele Videos von ihm gesehen. Dann habe ich natürlich gegen ihn gekämpft, habe seine, sein Bewegungsmuster dann gekannt natürlich. Aber für mich war es eigentlich egal, im Stand oder am Boden. Hat sich dann ergeben, war offen für einen Takedown, habe ich geholt. Und habe ihn diesmal auf jeden Fall nicht unterschätzt. Ist ein starker Kämpfer gewesen. Ist immer mit der gleichen Mimik in den Kampf gegangen. Also du hast optisch nicht viel gemerkt. Optisch, genau. Hat sich dann nicht viel geändert. Und wie gesagt, das war aber genau richtig so. Hätte ich ihn vielleicht in der ersten Runde beendet, den Kampf, hätten die Leute gesagt, ja, ist ja klar. Ist ja nur ein Brasilianer, der dem ersten Kampf dann vielleicht gewonnen hätte, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist genau so richtig gelaufen. Ich habe taktisch gekämpft, was wir mit dem Team einen Gameplan gemacht haben, den habe ich durchgezogen. Und am Ende darf man auch eine Sache nicht vergessen, der Oliveira ist noch nie gefinished worden, noch nie K.O. gehauen worden, noch nie submitted worden. Und das ist jetzt genau das zweite Mal hintereinander und ich denke, das sagt alles. Du hast schon richtig, zweimal hast du sozusagen geschafft, einmal wurde es zum No Contest dann nochmal gedreht. Wie wichtig war das für dich, dieser Moment? Also führ uns vielleicht so ein bisschen durch deine Sicht der Dinge, wo du gemerkt hast, der Rear Naked Choke sitzt, ich habe das Ding und dann fühlst du, er klopft ab. Ja, das sind ja eigentlich Millisekunden, wo man da überlegt. Das Krasseste ist eigentlich dann danach, ne? Wenn du da aufstehst und dieser ganze Ballast, dieser ganze Druck fällt von dir ab. Das Gefühl zu beschreiben, kann man eigentlich gar nicht. Das ist eine rappelvolle Halle, ja, alle schreien. Genau. Jesus hat man gesehen, ja, mit dem T-Shirt. Ich glaube, den habe ich 4 Runden lang gehört. Meine Ecke nicht so gehört, wie ich ihn gehört habe. Aber dann sieht man natürlich auch, wie die Leute außenrum da mitgefiebert haben. Jetzt speziell auch jetzt Jesus oder wie auch immer, Freunde, Familie, natürlich die Fans in erster Linie, die eigentlich in dieser ganzen Zeit, auch jetzt immer danach, immer noch Nachrichten kommen, wo sagen, ey, wir sind, sag ich mal, stolz auf dich, wir sind, stehen hinter dir und so Sachen. Das ist für mich viel mehr wert wie alles andere. Natürlich ist es ein Sieg für mich, aber es ist auch ein Sieg für alle anderen, die da mit dabei waren, am Fernseher zu Hause, in der Halle. Und von daher ist das für mich, ich bin auch stolz drauf, na klar. Nicht jeder kommt mit so einem Druck klar, das darf man nicht vergessen. Ne? Und man hat da keinen leichten Gegner davor gehabt, der hat sich auf jeden Fall vorbereitet. Das hat man gesehen, ringerisch, wie auch als am Boden. Und wie gesagt, den Rest haben wir gesehen. Ich kann es ja immer wieder nur oder mich wiederholen, also diesen Druck darf man nicht unterschätzen. Es gibt so viele Kämpfer, die unter so einer Last einbrechen. Du hast es Gott sei Dank, muss man ja sagen, für die deutsche Szene sozusagen durchgehalten, tatsächlich den Sieg geholt und damit blicken auch sehr viele Leute auf Deutschland. Deutsche Kämpfer setzen sich durch, das ist ein sehr positives Zeichen. An dieser Stelle vielleicht danke nochmal, dass wir hier sein dürfen. Sehr du hast gerne. Uns hier eingeladen und ich freue mich drauf, ausgiebig mit dir zu sprechen. Ich wette mit euch da draußen, das ein oder andere erfahren wir heute, was nicht jeder weiß. Also da freue ich mich. Das schauen wir mal. Ich habe ja gesagt, ihr seid heute ein bisschen früh. Wir müssen noch ein paar Stunden warten, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Spaß, aber wer weiß. Lass uns direkt in die Vergangenheit gehen. Okay. So ein bisschen den Anfang deiner Karriere, beziehungsweise vielleicht generell deine Kindheit. Fußball weiß ja so ziemlich jeder. Führ uns da so ein bisschen durch, wie du zum Sport kamst und wann so der Knackpunkt, sage ich mal, so ein bisschen Richtung Boxen, Richtung Kampfsport kam. Fangen wir an. Fußball habe ich immer mein Leben lang gespielt. Habe da auch immer so ein Ziel verfolgt, wie jeder junge Spieler, junge Jugendlicher, Profi zu werden. War in der Zeit natürlich schwieriger wie heute. Heute hat jeder Spieler einen Berater, der hat Kontakte dahin. Es war natürlich in der Zeit von mir, ging es mit Leistung oder natürlich mit Biss, Ehrgeiz und das ich natürlich aber auch dann bis zum heutigen Tage mit mir trage. Bin ich auch dankbar, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin, weil man musste wirklich kämpfen für das, was man dann jetzt im Endresultat erreicht hat. Ja, habe Fußball gespielt, habe eigentlich mit der niedrigsten Liga gespielt bei mir damals. Und eines Tages ist ein Kollege? Nicht Kollege, sondern ein Scout, sage ich mal. In der Zeit gab es das auch nicht. Er hat gesagt, hier Junge, ich sehe bei dir was. Ja. Ich mache dir mal ein Probetraining bei Darmstadt 98. Da habe ich gesagt, Darmstadt 98, man weiß ja. Ne? Klar. Haben A-Jugend-Bundesliga damals gespielt. Da habe ich gesagt, was soll ich denn da überhaupt machen? Und da bin ich, damals hatte ich... Also du wusstest gar nicht so vom Gefühl, bist du gut genug? Nee, überhaupt nicht. Ich war mit meinen Freunden dort, wirklich, das waren Kindheitsfreunde, mit denen ich dort gespielt habe und das war einfach geil. Also mehr Just for Fun wahrscheinlich, ja, oder? Das war zu der Zeit Just for Fun auf jeden Fall. Habe ja damals dann meine Ausbildung als Bäcker angefangen.
Das hat sich natürlich dann mit dem Training gebissen und ja, musste ich dann aufgeben. Aber nochmal zurückzukommen, natürlich ist, dann ist der Scout gekommen und hat gesagt, hier, ich mache dir ein Probetraining. Und das war auch der Präsident damals von dem Verein, wo ich gespielt habe. Der hat gesagt, du musst das machen, du hast Talent. Und ich hab gesagt, natürlich okay. Eine Riesenchance. Genau, ja. Ist eine Riesenchance, ich habe es gemacht. Und damals weiß ich noch ganz genau, ich habe einen Bayer Leverkusen Trainingsanzug angehabt. Mhm. Beim Training damals, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, keine Ahnung. Er hat mir irgendjemand mal geschenkt. Und da haben die Spieler bei der Darmstadt schon so geguckt, so, boah, der kommt von Bayer Leverkusen, ne, krass, puh, und ich, ne, alles klar, ich gehe mit. Erste Training, wir spielen Action, also Kreis, 5 gegen 2. Ich glaube, ich habe 7 Beinschüsse gekriegt und 17 Doppelrunden, so auf die Art. Also das ging im Kreis voll in die Hose, aber dann hat der Trainer gesehen, ich habe Ehrgeiz, ich bin, war nicht so der Techniker früher, ich habe immer... Da gab es auf die Socken eine linke Verteidiger, weiß man ja. Die haben ja ein bisschen einen an der Klatsche oder und der Torwart. Sieht man ja auch jung wird, war ja Torwart. Genau. Von daher passt das. Und ja, so ist dann mein Weg gekommen. Der Trainer hat mir die Chance gegeben. Ich habe dann alle Spiele gemacht in der A-Jugend-Bundesliga und dann ja in den ersten Mannschaftskader aufgenommen worden bei Trainer Bruno Labbadia. Und so ist halt der Weg dann gekommen. Natürlich ist es, da sind viele Faktoren dann gekommen, wo man. Ja, wo man nicht selber entscheiden konnte. Ne? Vorstand hat da einen Spieler gehabt auf der Position, wo du gespielt hast. Dann wurde der natürlich bevorzugt und so Sachen. Das waren viele Faktoren. Also ein bisschen Vitamin B. Genau, genau. Und da habe ich so mir gedacht, nee, das ist nicht so meine Welt. Ne? Das ist ungerecht. Und auch meine Freunde, die ich dann damals in Darmstadt kennengelernt habe, die wo Riesenkicker waren, wo jeder gesagt hat, wenn der nicht mal irgendwann mal einen Profivertrag kriegt, dann kannst du nicht mit rechten Dingen zugehen. Und das war genauso. Und ja, und dann ist es so gekommen. Dann gab es Trainerwechsel. Dann der eine Trainer hat nicht mehr auf dich gebaut. Dann hast du nicht mehr so gespielt. Dann natürlich hast du in jungen Jahren auch Geld verdient. Bist natürlich feiern gegangen. Das haben die auch nicht gerne gesehen. Dann hat man sich gehauen und bla bla. Das ist ein Step beim anderen. Und ich muss natürlich dazu sagen, ich habe immer parallel zum Fußball immer geboxt. Okay. Auch schon damals, wo ich in dem kleineren Verein gespielt habe, bin ich immer zum Boxen gegangen. Nicht jetzt zum Sparring, sondern einfach nur zum Fitness halber, bisschen Pratze, bisschen Boxsack. Was sich später dann gewandelt hat, natürlich, wir sind am Wochenende weggegangen, dann hat man sich gehauen, dann hat man gesagt, okay, ich habe da mal vielleicht die kassiert, dann kann man sich mal überlegen, frage ich mal den Boxtrainer, was man machen kann, dass man die nicht mehr kriegt, so auf die Art. Ja. Und so ist das dann gekommen. Dann hat Sparring angefangen und dann hat der Trainer dort gesehen, hey, du hast Talent. Du musst boxen. Also da merkt man auch mit diesem Ehrgeiz, den du ansprichst, genau. Also verschiedene Sportarten, ja, trotzdem sieht das jeder so in dir. Und er hat gesagt, du musst, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, da habe ich mein Geld in Darmstadt verdient, habe auch so mehr oder weniger wieder gespielt. Und dann kam halt der Tag, wo dann ja, eine größere Schlägerei in Darmstadt war und das auch dann in der Zeitung war, Spieler und bla bla bla. Und dann hat das Präsidium gesagt, hier, das hat gar keinen Sinn mehr mit dir, wir wollen das nicht. Und okay. Haben mir nochmal eine Chance gegeben und dann 2 Wochen später war dasselbe passiert. Und dann war da auch Ende. Was ich aber sagen muss, wo ich schon für mich eigentlich schon vorher abgeschlossen habe mit dem Ganzen. Ja, bin dann zum Boxen gegangen. So ein bisschen der jugendliche Eifer? Oder ja, 100%. Warst du mit dabei sozusagen? Hast du manchmal Pech gehabt oder kann man sagen, nee, ich war eigentlich immer der von den Verrückten warst? Okay. Nee, ich war eigentlich immer der ausschlaggebende Punkt. Natürlich muss ich sagen, ich hatte niemanden hinter mir, der gesagt hat, Junge, mach so. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, wenn da jemand vielleicht gewesen wäre, der da ein bisschen die Hand drüber gehabt hätte, dann wäre der Weg vielleicht anders gegangen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich würde es genauso wieder machen. Das ist es. Ja, jetzt, wo du heute stehst, definitiv die richtige Entscheidung. Ja. Lass uns zu diesem Switch gehen. Wie kamst du zum MMA? Ja, wie gesagt, dann bin ich eine Woche später, wo ich dann die Sachen gepackt habe in Darmstadt, bin ich zum Boxtraining gegangen und habe dann gesagt, hier, ich will Boxen. Und da hat er gesagt, echt jetzt? Und da hat es gar nicht geglaubt, er hat gedacht, ich will ihn verarschen. Er hat gesagt, ja, ich will jetzt kämpfen. Ich kämpfe. Und man darf nicht vergessen, ich habe immer trainiert. Also ich habe Minimum zum Fußballtraining, also wir haben ja jeden Tag trainiert, habe ich nochmal 3-mal die Woche also geboxt. Davon waren 2-mal Sparring. Und auch die Leute, wo da waren, die schon, also wirklich schon über 50, 60 Kämpfe gehabt haben, die haben gesagt, ey, das ist eigentlich ein Naturtalent, so dass du das so schnell. Die Bewegung, dieses Ganze reinbekommst. Und wie gesagt, ich bin hin, habe ich gesagt, hör mal zu, ich will boxen. Und ich glaube, 3 Wochen später war eine Meisterschaft. Da habe ich gesagt, egal wie, ich will da kämpfen. Dann hat er gesagt, ey, lass uns doch bitte noch eine Vorbereitung machen, wir machen das richtig. Ich habe gesagt, nein, glaub mir, ich mache das schon. Ja, und dann ging es los.
ich weiß nicht, wo das ganz genau war, ich müsste lügen, das war irgendwo da unten Richtung Rheinland-Pfalz. Mhm. Und es war waren drei Kämpfe am Abend bis zum Turnier. Also du musst zwei Kämpfe gewinnen, dass du ins Finale kommst. Den ersten Kampf habe ich, glaube ich, nach 13 Sekunden K.O. gewonnen und den zweiten war in der zweiten Runde dann K.O. Und den dritten, der ging dann, es waren immer drei Runden, drei Minuten. Der war in der dritten Runde TKO. Also dein Versprechen war gemacht. Ja, ja, ja. Und das sind, die haben wirklich, ich weiß es noch, auf der Heimfahrt, die waren einfach ruhig, weil die einfach so. Das verarbeiten mussten. Die mussten das verarbeiten. Die haben gar nicht gewusst, was sie überhaupt abging. Und ich saß da halt, im jungen Leichtsinn so, ne? Ja. Und sag dann noch im Auto, ja, wann ist denn die nächste Meisterschaft? Da haben die mich angeguckt, da haben die gesagt, der Typ hat auch einen an der Latte. So, aber ich habe das einfach gefühlt in dem Moment, ne? Und so. Ja. Zum MMA-Sport bin ich gekommen. Das war auch so eine Geschichte mit Daniel Weichelt. Der kommt ja aus demselben Ort wie ich, wo wir geboren sind. Und der hat auch immer gesehen, dass ich mich gehauen habe. Und der hat auch gesehen, dass ich mich gut gehauen habe. Ne? Und er hat dann gesagt, ey, komm doch mal zum Training. Da habe ich gesagt, boah, MMA und so, das ist schon hart. Ne? Man hat es ja so ein bisschen, das war ja damals, das war ja so klein. Im Anfangsstadium, ja. Da hat ja jeder gesagt, boah, der Daniel. Da habe ich immer so, wollte ich eigentlich immer mich mit dem messen, aber ich habe immer gedacht, okay, der haut mir richtig in die Zähne. So. Und wir waren mal auf so einem Volksfest und da hat er gesagt, komm ins Training. Eine Woche später bin ich bei ihm im Training, direkt Sparring gemacht, aber Boxsparring. Und da hat er gesagt, fang damit an, du hast Talent, bla bla bla. Und damals hat er gegen einen Engländer gekämpft. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Die Geschichte erzähle ich euch gleich, weil das war zu brutal. Haben Sparring gemacht und dann bin ich mit ihm einfach. Ich bin jeden Tag zu ihm ins Training gegangen, weil ich hatte ja, ich habe zwar an der Tür gearbeitet, aber ich hatte halt tagsüber Zeit zum Training zu gehen. Und das ging auch schnell. Boden ging schnell, Ringen ging schnell. Also die Grundlagen, die waren schnell drin. Naturtalent oder was hier? Ich würde würd so sagen, ja. Ich habe es einfach gefühlt. Ne? Und dann war ich da in der Wettkampfvorbereitung bei ihm dabei und sind dann nach Newcastle sind wir geflogen. War wahrscheinlich auch wichtig, dass du siehst, wie ist das Ganze. Er wollte das ja. Weißt du, er hat gesagt, Christian, komm mit, dass du da mal so einen Einblick kriegst, was da überhaupt abgeht. Ne? Er hat mir so einen Stapel CDs mitgegeben, wo ich dann hier auf der Arbeit geguckt habe. Die Kämpfe von Bright damals, Wanderlei Silva und so Sachen. Ne? Das war, habe ich gedacht, oh Mann, ey, das ist schon ein hartes Brot. Wenn du da mal einen Fehler machst, dann kannst du auch bloß nach hinten losgehen. Aber dann habe ich mir gedacht, dann ist der Schalter gekommen und hat gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und dann ging es los. In Newcastle, das Erlebnis vielleicht ganz kurz? Das war dann das erste Mal, wo ich das überhaupt mitgekriegt habe, Gewicht machen, zur Waage zu gehen, Face-Off und so Sachen. Und das war schon beeindruckend einfach. Ne? Und England, jeder kennt, was für eine Stimmung da ist, das war schon Wahnsinn. Und Daniel macht sich warm, ich war fertig mit ihm warm machen. Und ich habe gesagt, ey, ich gucke mir mal einen Kampf an, ich will nur mal gucken. Hat er gesagt, ja. Ich gehe raus und läuft zu zwei Mädels. Gut aussehende Mädels. Und ich laufe. Die drehen sich um. Die eine rülpst, haben ein Bier in der Hand. Die andere lacht, hat keinen Zahn mehr im Mund. Ich denke so, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier überhaupt gelandet? Ne? Dann gehe ich raus. Da war die Hölle los. Da war einfach, wie man so schön sagt, Remy Demi. Die haben gekämpft, die außenrum, crazy, besoffen, also. Da habe ich mir erst gedacht, ey, boah, willst du dir das geben, habe ich mir gesagt. Ach schon. Und dann, war schon ein Underground-Feeling so wahrscheinlich. Das war Underground, das war in so einem Hotelsaal. Ne? Und dann der ausschlaggebende Punkt für mich war, wo Daniel dann rausgelaufen ist, ne? Zum Kampf. Dann den Kampf miterlebt. Einfach, das hat dieses Ding bei mir im Kopf, ey, das will ich auch machen. Ja, und dann in der Zeit natürlich Nils Schlegel. Mein heutiger Manager, natürlich muss ich auch sagen, wir sind alle eine Familie. Das kann man nicht Manager bezeichnen, weil das wird vielleicht ihn ein bisschen ins Abseits stellen, dass man nicht so eine enge Verbindung hat, weil wir haben eine sehr enge Verbindung, familiäre Verbindung. Und wir sind ja über 15 Jahre zusammen, von daher, Ich hätte generell gefragt, was er für eine Rolle bei dir in der Karriere gespielt hat. Vielleicht gehst du darauf ein. Genau. War ja sicherlich auch ein wichtiger Schlüsselmoment. Ja. Nils Bref war nicht nur für mich ein wichtiger Schlüssel, sondern auch für Daniel. Wir hatten damals in Hanau, also anfangs haben wir ja bei Daniel in der Halle im Odenwald damals trainiert. Auch ein Wahnsinn. Kalt, im Winter war es eisig kalt auf der Matte. Daniel war ja so schlau, hat ja noch Ringerschuhe angehabt. Ich barfuß und keine Heizung drin. Das war schon, das war aber genau das, hat mich so gemacht, wie ich heute bin. Ne? Man schätzt alles viel mehr und man hat einfach diesen,
diesen Biss, genau. Weißt du? Und nach dem Training mit dem Eimer geduscht und so Sachen, also keine Duschen drinne. Und dann sind wir geswitcht nach Hanau in den Gym, wo Nils Schlegel halt da die Kontakte hin hatte. Da war es schon besser, da hatten wir wenigstens Dusche und Matten gut und es war warm. Ja, und Nils war natürlich der ausschlaggebende Punkt, dann den Startpunkt meiner Karriere zu geben. Und er hat mir 100-mal gesagt, willst du das machen? Bist du dir sicher? Und hat mir sogar einen Bogen gegeben, was auf mich zukommt. Also, und es ist 1:1 so gekommen, wie es dort stand. Und dann gab es dann, 2008 habe ich angefangen, 2009 war der erste Kampf gegen Stefan Beck. Da sprechen wir gleich drüber. Ja, genau. Und, schöner Werdegang. Auch diese beiden Sportarten, bist du, ich sag mal jetzt im Nachhinein, überlegst du manchmal, was wäre gewesen, hätte ich mich am Riemen gerissen und wäre weiter im Fußball geblieben? Auch finanziell gesehen, wenn du jetzt so vergleichst, was ein Fußballer verdient, was ein Kämpfer verdient? Oder sagst du, es war schon irgendwo richtig, wie es gekommen ist? Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Man muss, wenn man nach dem finanziellen Teil geht, sage ich, naja klar, hätte man sich einen Arsch zusammengekniffen, wäre da auf jeden Fall mehr bei rumgekommen. Aber mir geht es jetzt nicht schlecht, von daher macht mir das nichts aus. Aber zu der Zeit damals, na klar, 100%. Man hat für den ersten Kampf 600 Euro gekriegt oder so. Das wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ja. Und die andere Seite ist, das ist eine schwere Frage immer für mich. Hättest du lieber das oder das? Aber wenn ich jetzt natürlich, jetzt kann ich es einfach sagen. Jetzt natürlich, ich gehe den Weg nochmal, klar. Ich mutmaße auch, wärst du zum Fußball gegangen oder geblieben, wärst du überhaupt nicht zum MMA gekommen, oder? Das nee, überhaupt kann man, nicht. Ich denke, dann wäre es irgendwann mal im Sand verlaufen so und hätte noch in den unterklassigen Ligen gespielt, wo man ein bisschen Geld verdient. Aber das wäre nichts, halbes nichts Ganzes gewesen. Und das war, ist nie mein... So alle Kampfsportfans da draußen, das ist richtig gelaufen ganz aus genau. Unserer Sicht. Ja. Ich war nie der sich mit halben Sachen zufrieden gegeben hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir brechen hier die Zelte ab und wir gehen mit Vollgas ins MMA. Das war damals auch eine Ungewissheit jetzt von allen. Geht's, geht's nicht? Wir werden sehen, Risiko. Und der Weg ist Gott sei Dank gut verlaufen. Wie stolz bist du im Nachhinein, dass du sagen kannst, heute verbindest du tatsächlich beide Welten. Also Eintracht Frankfurt, ein wichtiger Punkt bei dir, MMA sowieso und beide Fans, Fanlager muss man ja sagen, bringst du einfach zusammen und kennst auch sehr viele Fußballer und vice versa. Ja, natürlich für mich ist das das Schönste, was es gibt, zwei Sportarten zusammenzuführen, eigentlich die mit von den Sportarten her gar nichts zu tun haben. Viele Fußballer feiern das. Ich habe viele Freunde, die auch Bundesliga spielen, die fast bei jedem Kampf dabei sind. Meine Freunde von der Eintracht, ich meine jetzt die Fans, die sind auch immer dabei. Und natürlich, klar, das ist für mich das Absolute. Stefan Berg hast du angesprochen. Gehen wir jetzt auf deinen ersten Profikampf. Wie muss man sich das vorstellen, wie du da reingegangen bist? Ich nenne jetzt einfach mal Namen. Stefan Berg, Sebastian Baron, Damian Basiak. Mhm. Das sind so die ersten Gegner von dir. Führ uns so ein bisschen durch die Zeit. Ja, und das ist, also ich weiß noch ganz genau, das war Darmstadt in der Eissporthalle. Gab es einen Käfig und einen Ring. Das waren Kickbox-Kämpfe an einem Abend und MMA-Kämpfe. Und ich weiß noch damals, ich bin böse nervös, der sagt es ganz normal, alles gut. Also der hat mich da schon gut an die Hand genommen. Dann, wo die Hände gemacht worden sind, habe ich gedacht, was mache ich hier? Hast du gemerkt, Scheiße. Jetzt geht's los. Oder? Ja, ja. Dann die Handschuhe angezogen, warm gemacht. Aber ich muss sagen, die Nervosität war dann so weg, wie der Workout kam im Käfig. Dann war ich einfach, ich sag mal so, in Anführungsstrichen das Tier, was man so loslässt, ne? Und ich glaube, es war zweite Runde TKO oder Rear-Neck. Auf jeden Fall vorzeitig. Vorzeitig, ja. Und Stefan Berg war ja damals schon absolut im Vergleich zu dir. Ja, auf jeden Fall. Hat ja schon ein paar Kämpfe auf dem Buckel gehabt. Mhm. Und es war schon krass. Dann der zweite Kampf war. Ich weiß nicht, ob es Basiak war. Ich glaube Basiak der zweite oder dritte war Basiak. Auf jeden Fall auch ein Name zu der Zeit. Mhm. Ne? Das ist ja das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was willst du machen? Aber dir war es offenbar egal, so nach Motto, wer kommt, der kommt, ich will mich jetzt testen. Wer kommt, der kommt. Ich bin da rein und dann gab es Saures, sage ich mal. Das war für mich, wenn ich jetzt zurück, ich fühle mich gerade, als war ich 21, 22. Das war einfach, mach und geh, mach oder stirb so auf die Art. Ne? Ja. Ganz einfach. Ich bin da rausgelaufen, habe gesagt, okay, jetzt musst du diese
musste hier durch und Ende. Ne? Das war auch Sebastian Baron war ja auch ein Kämpfer, den man zu der Zeit sogar schon kannte, so langsam in der Szene und wusste auch, wenn es auf den Boden geht, wird es gefährlich. Ja. Hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Gar nicht. Ich sag dir ehrlich, null. Wie weit war dein Jiu-Jitsu überhaupt zu dem Zeitpunkt? Das war okay, aber das war nicht auf demselben Level. Ne? Das muss man auch sagen. Ring auch nicht. Und auch im Team haben die gesagt, das ist ein Prüfstein für dich. Es kann nach hinten losgehen, es kann aber auch gut gehen. Und ich habe gesagt, ja okay, dann ist es halt so. Ich war einfach so jung und dumm, sagt man manchmal, aber im positiven Sinne jetzt so. Und dann bin ich da rausgelaufen. Da war jetzt schon ein größeres, ich war ja schon eigentlich für damalige Zeiten ein größeres Event. Es war in Herne damals, Respekt, genau. im Ring. Ja, und das hat da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal offiziell kennengelernt. Ja, genau. Das war, wie lange war der Kampf? 39 Sekunden? War relativ zügig, auf jeden Fall eine Minute das war der maximal. K.O. des Jahres 2010 sogar. Das, genau, GMP Awards hast du abgesahnt. Ja. Aber das war auch ein brutaler Knockout und ich glaube, jeder in der Halle hat erstmal so die Kinnlade war unten. Ja, das war brutal. Und dann kannte dich so ziemlich jeder in der Szene, die natürlich noch nicht so groß war zu der Zeit. Ja. Trotzdem hat sich das rumgesponnen. Mhm. Kennst du ja früher auch mit Pride und so weiter die Zeiten, wo man CDs getauscht hat, VHS-Tapes 100%, und so. 100%, definitiv. Ja. Schon Wahnsinn. Ja, und dann? 6-0 Bilanz. 6-0, genau. Gut aufgebaut. Dann hast du gesagt, M1, Russland, große Bühne. Aber ich würde vorher zu dem anderen Kampf gehen, weil das war so ein ausschlaggebender Punkt in meiner Karriere, wo es ein bisschen nach unten gegangen ist, muss ich dazu sagen. Piotr Hallmann. GMC, erster GMC-Champion gewesen. Wahnsinnskampf gemacht. Ja. Auch von beiden, ne, ist ganz klar. Damals Piotr war auch von Mighty Spulls Gym, war auch ein... zu der Zeit auch schon mit KSW und so. Ja, 100%. Und das war so ein ausschlaggebender Punkt für mich persönlich, wo ich erst im Nachhinein für mich einsehen musste, wo ich gesagt habe, egal wer kommt, soll kommen. Habe ich mir gedacht. Dann sind wir zu M1 gegangen. Und dann kam Alexander Jakovlev. Natürlich auch ein ganz anderes Kaliber. Er hat, glaube ich, über 20 Fights im Vergleich zu dir. Mhm. Also dreimal so viel locker aufs Papier gebracht. Mhm. Ohne seine Amateurkämpfe, ohne seine Sambo-Kämpfe genau, und so weiter. Ohne das zu nehmen. Plus, das lief ja auch nicht optimal mit der Reise und so. Führ uns da nochmal durch. Das war, genau. Dann kam Alexander Jakovlev, M1 damals in St. Petersburg. Bin erkältet hingeflogen, musste sogar Antibiotika nehmen, sind geflogen. Ich bin hier mit 81 Kilo weggeflogen, lande dort mit 83,8, wo ich gedacht habe, und wir sind donnerstags hin, damals war es nicht, dass du früh angereist bist. Musste freitags auf die Waage, hab's geschafft, aber ich war tot. Ich war einfach, da hätte vielleicht noch 1% gefehlt, wo Nils gesagt hätte, ey, wir sagen den Kampf ab. Wir haben auch oft drüber gesprochen, auch zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. 20.000 in der Halle und so weiter, ne? Riesenveranstaltung, auf gar keinen Fall. Lieber sterbe ich da drinnen. Ja, und dann ging es los. Ich habe halt mir gedacht, okay, ich setze alles auf eine Karte, ne? Und versuche den auszunocken, aber war zu erfahren. Er hat es gut gemacht. Ringerisch war ja sowieso haushoch überlegen, muss man sagen. Ja, die erste Niederlage, ja. Wie geht man da so als Fighter um, wenn du die ganze Zeit dieses Denken hast, was du ja schon mehrfach jetzt angesprochen hast, alles oder nichts Prinzip und das wird schon und ich gehe da jetzt rein, egal wer kommt, ich hau ihn um und dann merkt man erstmals, man ist sterblich sozusagen. Ja, das merkst du aber schon im Kampf. Ne? Du kannst das, deswegen tue ich das so ein bisschen abwiegen. Eine Niederlage im normalen Zustand, glaube ich, hätte mir mehr geschadet wie in dem Zustand, weil ich habe gemerkt, ich habe keine Kraft, ich bin nicht spritzig, eigentlich bin ich gar nicht da. Und das hat mir so, wie soll ich sagen, hat mir so ein bisschen... dich ins Grübeln gebracht, oder? Nee, nicht ins Grübeln gebracht, hat mich einfach so ein bisschen erleichtert, dass ich nicht in meiner vollen Kraft verloren habe. Ne? Das ist das, was ich so ein bisschen, so 20%... Also, dass man das Gefühl hat, wäre ich perfekt, top vorbereitet reingegangen. Dann wäre es vielleicht anders gelaufen, vielleicht aber auch nicht, aber so habe ich das im Kopf gehabt. Na klar, erste Niederlage, dann, hat man ein bisschen zu kratzen gehabt, aber ging ja dann direkt weiter. Dann kam Auf jeden Fall hast du bei M1 in Russland versucht, weiter Fuß zu fassen. Asen Temenakov in Ufa damals. Lass es so stehen, genau. Ja, ich glaube, so war der Name. Ich war topfit. Hab ihn auch angeklingelt, erste Runde. Ich hole ihn selber runter zum Boden, wollte ihn finishen. Dumm in die Armbar gelaufen, kam vorbei.
Das war der erste Punkt, wo ich auch die erste Phase dominiert, muss man ja auch sagen. Und dann kam dieser kurze Armbar. Dieses kurze Ding. Aber das auch. Der Junge hat auch über 30 Kämpfe gehabt. Mhm. Und, aber ich will, um Gottes Willen, es gibt gar keine Entschuldigung oder sonst irgendwas. Ich habe den Kampf, wie gesagt, ich habe ihn dominiert. Dann ging es auf den Boden und dann, so schnell konnte man nicht gucken, war ich in der Armbar. Das war aber das erste Mal, wo ich gedacht habe, scheiße, ne? Scheiße, was ist jetzt? Das ist wahrscheinlich aber auch gemerkt, Erfahrung, wie wichtig der klar, Punkt ist. Zu dem Zeitpunkt hast du dir wahrscheinlich nicht so viele Gedanken gemacht. Nee, gar nicht. Das war das ja. Ich bin aufs Ganze gegangen immer. Das war aber kein Knackpunkt. Das war so, wo ich gesagt habe, scheiße, Mann, jetzt hast du einfach einen dummen Fehler gemacht. Ne? Du hättest, war ja nicht irgendwie in Gefahr, dass er mich ringerisch oder im Stand auseinandergenommen hat. Im Gegenteil, das habe ich gemacht. Und ja, da kam das Ding. Dann muss man halt damit umgehen. Hat das was verändert bei dir? Also nicht nur im Kopf, sondern auch im Training? Hast du was anders gemacht seitdem? Natürlich, ich habe damals sehr auf mein Stand-up mich bezogen. Hm. Und dann natürlich habe ich mehr im Ring gearbeitet und im Boden, ist ja ganz klar. Ja. Dann gab es natürlich auch viele Verletzungen bei dir. Das war so ein bisschen die Phase kurz darauf. Hm. Der Knöchel war hier, die Schulter war da, das Knie. Du sollst gegen Mario Stapel kämpfen, gegen Krzysztof Jotko. Das sind alles so Fights, die nicht stattfinden konnten. Was war so in der Phase los? Falsch trainiert, zu hartnäckig trainiert, zu ehrgeizig gewesen? Ja, genau, das ist es. Bei Mario Stapel muss ich natürlich sagen, Mario Stapel ist am Kampftag ja nicht gekommen. Also der Kampf wäre ja eigentlich zustande gekommen. Bei Jotko habe ich mich ist meine Schulter ausgekugelt. Mhm. Das, was ich ja auch schon Jahre vorher, was heißt Jahre vorher, die Kämpfe vorher mit mir rumgeschleppt habe und der Körper, irgendwann sagt der Körper hier, bis jetzt, bis hierhin und dann geht es nicht weiter. Und es wurde einfach nicht besser. Ich musste einfach eine Pause einlegen. Das war, zwar mehr wie höchste Zeit, da eine Pause einzulegen. Habe zwar locker weiter trainiert, habe mich aber mehr aufs Business konzentriert dann, aber nie die Liebe dazu verloren. Das waren ja ein paar Jahre. Jetzt, wo du das Business erwähnst, erwähne vielleicht auch ganz kurz offiziell für alle, die nicht wissen, was du neben dem MMA-Sport eigentlich machst. Genau, ja. Ich betreibe ein Table Dance hier am Bahnhofsviertel und noch einige andere Etablissements. Ja, das habe ich mit Unterstützung der Familie natürlich aufbauen können. Und das ist, wie man so schön sagt, das zweite Standbein. An erster Stelle steht immer noch der Profisport. Mal gucken, wie lange noch. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Du sagst, wir kennen uns 15 Jahre, du weißt, wie alt wir sind. Das ist dann für die Zeit danach, ne? Das ist dann, dass man noch ein bisschen was machen kann, sag ich mal. Das dritte Standbein, YouTube und so, sprechen wir auch nochmal drüber. Also du hast auf jeden Fall so einige Eisen im Feuer. Zu der Zeit, zu diesen Verletzungen, wie du schon richtig gesagt hast, erstmal auskurieren, gucken, wie der Körper reagiert. Ja. Macht man sich da so Gedanken, hat es noch Sinn, soll ich es jetzt weiterführen? Was passiert, wenn ich mich so verletze, dass ich überhaupt nicht mehr kämpfen kann? War das überhaupt so ein Gedanke? Nee, also so jetzt gravierend war es nicht, aber es ging einfach nicht. Du konntest nicht zweimal am Tag trainieren, nur einmal und dann hat dir alles wehgetan. Also ich muss sagen, dieser Step, das war auch immer abgesprochen mit Nils und so, dass man sich mal zurückzieht, ne, neu formiert, mehr trainiert, mehr auf seine Schwächen eingeht. So war das eigentlich dann darauf bezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine bessere Entscheidung hätte es nicht geben können. Im Nachhinein jetzt. Ne? Und wie hast du es geschafft, fit zu werden? Was hast du speziell gemacht? Hast du irgendwie Ich habe vieles gemacht. Ich hab damals mit CrossFit angefangen. Da habe ich gemerkt, ey, mein Körper reagiert darauf. Also wirklich Schultern viel mehr gestärkt. Wenn es mal wirklich im Training sagt, ey, ich habe Schmerzen, dann höre ich auf zu trainieren und mach nicht weiter. Viel Physio, viel Massagen und so weiter, was alles dazu gehört. Einfach cleverer durch die Wettkampfvorbereitung oder durch Training zu gehen. Das war eigentlich so mein, was ich an erster Stelle stehen habe. Jetzt zum Thema CrossFit macht ja auch nicht jeder Kampfsportler. Also das ist auch so ein Steckenpferd von dir, wo man in den letzten Videos auch vermehrt das Ganze sieht. Schöne Grüße an Frau Weber an dieser Stelle, die dich da fit macht. Wo hast du gemerkt, dass dir das im Sport besonders, also im Kampfsport, auch viel bringt? Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, ich kenne Frau Weber jetzt auch über 10 Jahre. Die hat ja auch die sportliche Karriere mitverfolgt. Und wirklich, sie ist eine, die sieht dich und sie sagt, ey, das ist für dich gut und das ist vielleicht weniger gut für dich. Und die hat das immer sehr, sehr gut aufgebaut im Training. Und ich habe dann gemerkt, auch wenn du das Training dann übertragen hast ins Gym, also wo es eigentlich zur Sache geht, du hast gemerkt, du hast viel mehr Kraft, du hast viel mehr Ausdauer. Du kannst viel mehr eigentlich machen, wie du vorher gemacht hast einfach.
Und das hat mir für mich, ich muss immer sagen, für mich hat mich das nochmal 60-70% vorangebracht, was vielleicht nicht für jeden passt. Ne? Das ist natürlich auch, jeder Körper ist unterschiedlich, jeder Körper nimmt es anders auf, aber für mich war es perfekt. Ja, diese Explosivkraft, generell mehr Muskelmasse und so, sagst du schon richtig, ist immer ein Thema, ja. Für den einen gut, für den anderen nicht so. Bei dir jetzt perfekt angeschlagen. Optisch siehst du ja auch immer sehr athletisch aus. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur vom CrossFit, dem CrossFit geschuldet, sondern du trainierst generell vielleicht. Ist das ein Ziel von dir, dass du immer eine bestimmte Muskelmasse, eine bestimmte Härte sozusagen aufweisen kannst, bereit zu sein für den Kampf? Ich meine, man muss ja auch so sehen. Punkt auf Ausdauer, du weißt, was ich meine. Also manche also gehen ja extra runter mit der Muskelmasse, um die längere Ausdauer zu haben. Wie gesagt, jetzt außerhalb der Wettkampfvorbereitung oder wie auch immer, ich bin immer im Training. Ob ich laufen gehe, ob ich schwimmen gehe, wenn jetzt in Dubai zum Beispiel oder so Sachen. Ich versuche immer fit zu bleiben und dass mein Körper nicht unter 70-80% kommt, dass ich immer dann das natürlich jetzt, wenn es in die Wettkampfvorbereitung geht, dass ich nicht zu lange einen Startschuss brauche, dass es wirklich schnell geht. Und so bin ich jetzt die letzten Jahre wirklich gut gefahren. Und ich meine, das Resultat, wir sind jetzt 8 Kämpfe geschlagen eigentlich. Eigentlich 9. 9, glaube ich, sind es. Und ich glaube, das ist die Quittung da dafür, dass ich das so durchgezogen habe, die letzten Jahre. Ja, zum Thema Gesundheit, dein Knie hat dir so ein bisschen zu schaffen gemacht, hat man gehört. Wie ist da die Lage? Ist alles in Ordnung. Ich muss nur sagen, beim letzten Kampf, irgendwie hat sich ein Stück Knorpel gelöst und das musste rausgeholt werden. Der Meniskus ein bisschen geklettet, also alles halb so schlimm, sag ich mal. Wie sagt man so schön, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Deswegen ist das schon okay, kann man verkraften. Ja, du hast das Alter erwähnt, 36, ist natürlich auch so eine Sache, wenn man an früher denkt, also wenn wir 10, 15 Jahre zurückgehen, war das definitiv das Alter, wo kaum noch einer gekämpft hat. Mhm. In der heutigen Zeit ist es so ein bisschen das neue Anfang 30, sage ich mal. Ja, 100%. Ne, also wie froh bist du darüber, erstens, dass es so ist, zweitens durch Hilfe von Supplements etc. und drittens, dass du in dieser Phase, so ein bisschen im Herbst deiner Karriere, ja tatsächlich eigentlich so auf dem Höhepunkt bist, wenn man es sieht. Du hast es ja gerade schon erwähnt, die 9 Siege in Serie bei Octagon reißt du gerade einiges ab. Also. Ja, für mich ist es, wie du schon sagst, für mich die Blüte gerade, ne, im Kampfsport. Ich bin stärker wie je zuvor und der Kopf ist anders. Ne? Ich sehe Sachen viel anders, wie ich es vor 15 Jahren gesehen habe. Und von daher, ich kann nur sagen, ich, mein Team, alle, wo außen rum sind, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie du gesagt hast, wir haben Octagon abgerissen und das wollen wir dieses Jahr genauso weiter fortsetzen. Wem hast du es zu verdanken? Also welche Faktoren sind, sage ich mal, dafür zuständig, dass es aktuell so läuft? Das ist natürlich in erster Linie das schlauere Training im Spirit, CrossFit, ESN mit den Supplements, darf man nicht vergessen. Und natürlich alle, die außenrum sind, Physiotherapeuten, die auch wirklich jeden Tag fragen, was hast du heute gemacht, was fühlst du, bla bla bla. Also ich bin da schon sehr gut aufgestellt und das sind so die größten 4, 5 Faktoren, wo ich sage, damit habe ich am meisten Erfolg. Mhm. Zum Thema Bodybuilding vielleicht da nochmal hinzugehen. Du hast jetzt mit Urs oder mit David trainiert. Hast du ein bisschen in die Welt geblickt von den Jungs? Was ist so, also du bist ja auch Bodybuilding-affin, sowieso erzählst du immer. Was hast du da so ein bisschen mitgenommen und wie wichtig ist dir das, ich sag mal, da auch vielleicht so ein bisschen die Connection zu haben, ähnlich wie mit dem Fußball? Auf jeden Fall. Viele sagen, ja, die sind aufgepumpt und ach, das Training, die sollen es mal machen. Das ist hartes Training. Absolut. Ich sagte, also ich habe jetzt zweimal mit ihm trainiert, ich sagte, das war schon auch hartes Brot. Das ist anderes Training, ganz klar. Aber die Jungs müssen da auch richtig knüppeln. Und wie gesagt, jetzt durch ASN, natürlich durch Urs und so weiter, habe ich mich, mein Schwiegervater, muss ich sagen, der ist schon immer in der Bodybuilding-Szene. Und ich habe mir das immer anhören müssen. Ich habe gesagt, Ronnie Coleman, okay, ja, den kennen wir doch, bla bla bla. Ich habe gar keinen Bezug dazu gehabt. Natürlich ist es jetzt anders. Jetzt hat man Bezug mit den Leuten, die da wirklich auch bei der Elite dabei sind. Und so verfolgt man das und so. Denke ich, es ist auch für MMA-Fans oder Fußball-Fans interessant, im Bodybuilding da mal vorbeizuschauen. Und für mich persönlich auf jeden Fall. Also ich sage, was die da leisten, ne, die sind ja gefühlt ein Jahr in der Diätphase, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon für mich ein absoluter Wahnsinn. Mir langt es, wenn ich 6, 8 Wochen in der Diätphase bin. Aber die starten ja, glaube ich, muss lügen, 3, 4, 5 Monate vor dem Wettkampf. Minimum, ja. Ja, Minimum, siehst du, sagst du sogar. Von daher, das Hut ab auf jeden Fall. We never fall back.
Das ist auf jeden Fall hervorragend zu sehen, dass das Ganze so zusammenläuft, sage ich mal. Klar, diese Synergie, die hin und her geht, dass die Sportler untereinander dann eben den Respekt auch zollen. Und natürlich ist die Gegenseite, sage ich mal, die ganzen Bodybuilder waren ja auch viele bei der Veranstaltung hier in Frankfurt. Absolut. Und das mischt sich und das ist natürlich für uns alle gut. Und so kann man den ihren Sport größer machen und unseren. Was vielleicht auch noch beide Welten zusammenbringt, der Punkt Diät, du hast es ja erwähnt, Gewicht machen, abkochen ist ja im Bodybuilding auch ein Thema, im Kampfsport umso mehr. Bring uns da so ein bisschen mit in diese, ich sag mal, letzten Tage der Diät. Ist das der Horror das oder hat sich das vielleicht in den letzten Jahren nicht besser gemacht? Leider nein, dass sich da was verbessert hat. Ich meine, die letzte Woche vor dem Kampf, die ist schon mit Abstand die ekelhafteste Woche, wo man eigentlich erleben kann. Wenig Essen, immer noch Training, wenig Wasser. Oh, das ist schon hartes Brot, aber es gehört dazu. Wir kennen es nicht anders und von daher müssen wir es durchziehen. Was hat sich denn geändert in puncto, ich sag mal, Wissen in den letzten Jahren bei dem Vergleich zu, wenn du jetzt wirklich 10 Jahre zurückgehst? Wenn ich 10 Jahre zurückgehe, dann denke ich nur an den Kampf in Rumänien. Da haben wir nachts im Hausgang mit Schwitzanzug, Pratzen gehauen und bla bla bla. Das ist ja heute alles gar nicht mehr aktuell. Man macht es einfach, man versucht wirklich so weit wie möglich mit der Diät runterzukommen und dann natürlich halt mit dem Wasser abkochen, wo ich auch nicht so sehr ein Freund davon bin, aber es ist halt so, man muss es durchziehen. Viele Methoden, Sauna, Schwitzanzug, Bad, danach ins Bett, so bin ich, also das sind meine Methoden, wo ich dann auch Gewicht mache. Das Thema Ernährung, ist das besser geworden über die Jahre? Also jetzt nicht speziell bei dir, sondern ich meine die Möglichkeiten, die man hat. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, man muss es so sehen, die Fitnesswelt ist ja auch viel größer geworden. Und so hast du viel mehr Zugriff auf Essen, was schon wirklich über 6, 7, 8 Wochen vorbereitet wird. Also nicht jetzt für 6, 7, 8 Wochen, sondern schon mal darauf abgestimmt ist. Genau, abgestimmt ist, dass du dann vielleicht zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, deine 8 Kilo verloren hast. Ich sage das nur mal so. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Aber wenn du mich fragst, meine Außerhalb-Diät, nee, die ist nicht besser geworden. Zum Thema Zeitmanagement. Du hast ja Familie, Kinder. dein, ich sag mal, Schlafrhythmus, Freizeit, wie muss man sich das vorstellen? Wie schwierig ist das im Vergleich zu der Zeit, wo du, ich sag mal, free warst und so ein bisschen dein Ding machen konntest? Ja, natürlich ist es begrenzt, ne? Die Zeit ist begrenzt. Leider, was natürlich, ich muss es so sagen, also geschäftlich habe ich natürlich meinen Geschäftsführer hier, wie auch in den anderen Läden, da muss ich nicht bis morgens da sitzen, das ist schon mal ein Vorteil für mich. Natürlich muss man ab und zu mal bis tief in die Nacht dann da bleiben, aber das ist, kann man an der Hand abzählen, von daher kann ich mir das in der Wettkampfvorbereitung sparen. Familie, ja, das ist, für mich ist Familie das Wichtigste, meine Frau, meine Kinder. Da gibt es nichts drüber. Das ist immer schwer mit der Zeit. Ne? Man hat so viele Sachen auch. Wir machen YouTube, wir machen MMA, wir haben unsere Geschäfte, Familie. Das ist manchmal sehr, sehr schwer unter einen Hut zu kriegen, aber ja, wie soll ich sagen? In puncto oder in Richtung Fight, was machst du da anders? Ziehst du dich ein bisschen zurück? Ja, da auf jeden Fall. Ja. Da ziehe ich mich zurück, gehe ich abends früh nach Hause, dass ich nächsten Tag da bin, aber da ist natürlich auch die Laune, das darf man nicht vergessen. Ne? Da ist die Laune von der Diät, die Anspannung, das Training. Da hat man nicht diesen familiären Bezug, sage ich mal. Ne? Natürlich ist ja alles in Ordnung, aber man hat einfach nicht dieses, man hat nicht den Kopf dann da dafür. Und deswegen fliege ich auch so oft ich kann in Urlaub, dass ich Zeit mit denen verbringen kann. Ich komme gerade aus Dubai, das war wirklich wieder eine Woche, wo ich sage, ey, warum hat es aufgehört? Aber ja, da sind auch viele Verpflichtungen dann, denen man nachgehen muss. Und ich bin wieder hier in Frankfurt. Ich bin jetzt wieder 3 Tage hier. Ich bin den ganzen Tag links, rechts, oben, unten. Und ab Montag geht es dann wieder in die Wettkampfvorbereitung. Und dann schraube ich das auch runter. Aber das muss man natürlich alles vorarbeiten dann. Muss ja alles passen. Es muss ja alles weiterlaufen. Es ist ja auch nicht so, dass man sagt, ey, keine Ahnung. Da geht auch nicht von heute auf morgen. So ist es, genau. Stimmt genau, schon. Genau. Zum Thema Hobbys, bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys? Und generell Hobbys hast du, also erstens will ich wissen, was für Hobbys du hast. Nee. Zweitens hast du auch gefährliche, verrückte Hobbys. Ich sag mal Stichwort Stefan Pütz, der da Extremsport betreibt, zum Beispiel mit seinem Motorrad sich da einfach hinlegt, also, Unfälle baut. Natürlich nicht seine Schuld, aber dass er da, wir hatten es vorhin kurz mal angesprochen, baut ihn, also
in Anführungsstrichen, der andere baut den Unfall. Er ist natürlich der Leidtragende. Seine Schulter angeknackst, steht einfach auf und kommt dann ins Training am gleichen Tag. Was ist los mit dem Jungen? Das ist Stefan, der ist einfach eine Maschine. Der ist brutal. Ich glaube, wenn ich seinen Tag hätte, die 24 Stunden, ich hätte dreimal einen Burnout. Also was der sich den ganzen Tag gibt, für mich ist es, ich weiß gar nicht, wie ein Mensch das schaffen kann. Deswegen sage ich, der T800 passt genau zu dem. Aber weil du gesagt hast, Hobbys. Ich habe eigentlich meine Hobbys mit eingebaut in meinen, ich sag mal, in meinen Alltag. Ne? Ich gehe zum Training, CrossFit ist mein Hobby. Ich gehe zum Schwimmen, Schwimmen ist mein Hobby. Das Einzige, was, was man so, sage ich mal, jetzt nicht so machen kann, was mein Hobby natürlich auch ist, Fußball spielen. Braucht man immer viele Leute, was kann man nicht immer machen. Ne? Zum Thema extremen Geschichten, da hältst du dich raus, soweit ich es jetzt raushöre, oder gibt es da auch irgendwas, wo man Angst um dich haben muss, dass du dich verletzt? Nee, heute kann ich sagen, ich habe ein extremes Ding in Dubai gemacht. Ich habe ja böse Höhenangst, also wirklich krasse Höhenangst. Und ich habe, bin habe Fallschirmsprung gemacht. Und Respekt. Ja, das war schon eine knaller Nummer. Aber ich glaube, ich brauche auch nicht mehr Extremsport, muss ich ehrlich sagen. Das glaube ich dir aufs Wort. Zum Thema Vorbereitung. Du hast gesagt, in ein paar Tagen geht es wieder los. Dann gehst du wieder ins Training, dann willst du wieder fit werden. Wer sind so deine Go-To-Trainingspartner? Ja, ich muss sagen, ich habe da meinen Plan jetzt die letzten Kämpfe aufgebaut. Ich werde die ersten Wochen wieder erstmal hier bei uns trainieren. Natürlich Stefan Pütz, alle anderen, wo da sind. Aber dann werde ich natürlich auch wieder ins UFD-Gym gehen. Ja, und jeder weiß, wer da trainiert. Wie gesagt, da hole ich mir den Feinschliff, nochmal die Kondition nochmal auf ein anderes Level bringen. Und so bin ich auch gut gefahren die letzte Zeit. Ja, Thema UFD-Gym ist ja auch so eine Sache für sich. Trainieren zum Teil, genauso wie im MMA Spirit, ein paar der besten Fighter Deutschlands, zum Teil Europas, zum Teil der Welt. Es gab aber die eine oder andere, also wenn man Kommentare liest, sind sich Leute manchmal nicht sicher, was treibt er denn jetzt in Düsseldorf, was macht er? Erklär uns da vielleicht ein bisschen auf, was hat es mit dem UFD-Gym auf sich? Du hast den MMA Spirit ja natürlich nicht verraten, die arbeiten natürlich auch beide fleißig zusammen. Genau. Klär uns auf. Wie gesagt, also ich persönlich jetzt habe mit Ivan und Tommy auch ein familiäres Verhältnis, kenne ich schon über 12, 13, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Von daher gibt es ja überhaupt keine Spekulation. UFD, das ist für mich eins und fertig aus. Und Nils und Ivan sind auch im engen Austausch. Ja. Manchmal kommen Leute zum Sparring, manchmal gehen Leute dahin zum Sparring. Man tauscht aus, eigentlich so, wie es sein soll. Ne? So kann man die Kämpfer nur stärker machen. Und in der Vergangenheit hat es ja gezeigt, warum gehst du denn da trainieren? Warum geht der denn da trainieren? Das ist doch Bullshit, ist das doch. Wenn man zurückdenkt, wie du schon richtig sagst, 10 Jahre, 15 Jahre, da war es immer so ein bisschen, ich mache meins, ich will nichts von anderen Konkurrenz. Heutzutage, genau wie in Amerika, hat man es ja gesehen, das fruchtet und das ist wunderbar, dass in Deutschland auch funktioniert. Zum Thema Fights gehen wir wieder zurück. So ein bisschen 2017 gab es bei dir die letzte Niederlage. Das war so ein Knackpunkt, sage ich mal. Gianni Melillo. Oh ja. Seitdem hast du, also ich weiß nicht, was da passiert ist, vielleicht auch mental, aber seitdem... Clean Sweep, 9-0, beziehungsweise dann der eine No-Contest, aber 9 Fights ohne Niederlage. Was war da passiert? Warum war der Fight vielleicht so wichtig? Das waren andere Faktoren, Moment, die ich leider jetzt nicht beantworten kann, waren da außenrum gegeben, okay, wo ich eigentlich mit dem Kopf gar nicht da war. Melillo war Nummer 1, glaube ich, damals in Italien. Wir haben ihn angeboten, ich habe gesagt, sofort, kein Problem. Ja. Dann natürlich sind da 2, 3... Wie soll ich sagen, Sachen passiert, die jetzt so im Umfeld bei mir gewesen sind. Wo einfach, wie soll ich sagen, mich einfach nicht dahin gebracht haben, wo ich eigentlich sein sollte, im Käfig, weil ich war nicht da. Einmal nicht aufgepasst, dann gab's das Ding. Ist so passiert, gehört dazu. Wichtig ist wieder aufstehen, Krone richten und 9 Kämpfe in Folge gewinnen. War das denn irgendwas Spezielles, so eine Art Knackpunkt bei dir oder nichts Besonderes? Nee. Also weil das sah tatsächlich danach aus, so nach dem Motto, jetzt und nie wieder. Und seitdem läuft es wirklich hervorragend. Nee, ich meine, wenn man die erste Runde betrachtet, ist ja eigentlich noch okay gewesen. Mhm. Bin nach vorne, eher nach vorne, von daher. Es gibt eigentlich so keinen Knackpunkt, wo ich sage, speziell da. Nee, das sind so eigentlich dieser ganze Weg dahin, ne? Wo man
so im Kopf immer wieder abspult. Also ich meine Knackpunkt positiv gesehen. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Aber auch in jetzt speziell bei dem Kampf auch nicht positiv. Weder negativ noch positiv, weil ich für mich wieder gewusst habe, ey, du Idiot, warum gehst du denn dann überhaupt rein, wenn du nicht da bist? Hm. Weißt du? Und ist halt so. Ja, solange du das nicht mehr machst, scheint es ja wunderbar zu laufen. So ist es, genau. Also führ das so bei. Seitdem hast du natürlich auch ein paar Titel erobert, besonders hier in Deutschland. Was sind so deine, kann man sagen, Lieblingsgürtel, kann man das erwähnen? Oder generell vielleicht, welche haben es hier besonders angetan? Oder von mir aus zähl ruhig alle auf, die am Herzen liegen. Also ich muss natürlich in erster Linie sagen, Piotr Hallmann, weil das auch ein spektakulärer Kampf war. Mhm. GMC-Titel, 77 Kilo. Und dann der GMC-Titel, wie viele Jahre später auch, 84 Kilo gegen Nihat. War auch ein geiler Kampf, absolut, über die Runden gegangen. Und das sind so die zwei Titel, wo ich sage, das ist so, die schaue ich mir gerne an. So richtig aufgeblüht bist du in letzter Zeit natürlich dann bei Octagon MMA. Mhm. In Tschechien bist du inzwischen auch schon ein richtiger Star geworden, nicht nur in Deutschland. Was macht Octagon derzeit richtig? Also das Erste, was sie richtig gemacht haben, die haben mich angerufen und haben gesagt, sie wollen nach Deutschland kommen. Das war der erste Step, wo ich sagen musste, haben die ganze Arbeit geleistet. Aber auch alles, was außenrum passiert. Ne? Die haben gutes Matchmaking, die haben keine Schrottkämpfe, wirklich, da gibt es nur spektakuläre Kämpfe. Die ganze Organisation, was da im Hintergrund läuft, ist top, muss man sagen. Also da brauchen sie sich vor niemandem zu verstecken. Und ja, in erster Linie den Schritt, dass sie es gewagt haben, nach Deutschland zu kommen. Das ist für mich so, wo ich sage, Hut ab, das hätte auch nach hinten losgehen können. Mhm. Und die haben es gewagt, mit mir und Stefan. Ich sage immer von mir, aber Stefan ist ja auch noch da. Und da muss man sagen, einfach Hut ab, dass es natürlich dann auch so gekommen ist. Ne? Das war alles für alle, war das eigentlich in den Sternen gestanden. Mhm. Kriegen wir die Halle voll, kriegen wir sie nicht voll? Aber man sieht es ja. Ich meine, die zweite Veranstaltung gab es ja bei eBay Karten für 3.000, 4.000 Euro zu verkaufen, ne? Wo man eigentlich denkt, ey, was ist denn hier los überhaupt? Ja. Das ganze Ding steht und fällt ja zum Teil auch mit so einigen Fightern, besonders im Inland, mit deutschen Fightern, unter anderem eben mit dir und Stefan Pütz, die du schon richtig erwähnt hast. Wie wichtig glaubst du, ist das denn, dass die Jungs auch erfolgreich sind, erfolgreich bleiben, um diesen Hype sozusagen mitzunehmen und dann neu zu kreieren, weiter anzuzünden, anzufeuern? Natürlich, in erster Linie beim Sport ist immer der Erfolg, der gibt einem in erster Linie recht, genau, aber auch natürlich das Gesamtpaket, was da rum ist. Aber es kann alles passieren. Niederlage ist kein Weltuntergang. Ja. Und von daher, ich denke, für mich persönlich, dass man, ja, jetzt auch durch meine YouTube-Sachen und so weiter, ja, dass man ganz andere Leute, ganz ein anderes Einzugsfeld überhaupt erstmal den Leuten zeigt, überhaupt, was wir da machen. Ja. Das ist so eine Sache. Das Kämpfen ist eine andere Sache. Natürlich steht und fällt man damit, mit einer Niederlage oder mit einem Sieg. Aber so jetzt, Gott sei Dank ist jetzt alles bei mir gut gelaufen. Ne? Mhm. Klar, wenn das, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt die letzten zwei Kämpfe verloren hätte. Hätte vielleicht kein Hahn mehr nach mir gekräht, aber weiß man ja nicht. Mhm. Und von daher denke ich, so dieses ganze Paket, wie ich schon gesagt habe, YouTube, Octagon, ich, Stefan, Christian Jung wird auch, ja, ist auch ein spektakulärer Kämpfer und der auch da seinen Teil dazu beiträgt, wie alle anderen auch, die auf der Fightcard gekämpft haben oder auch bei Octagon in Deutschland gekämpft haben. Und ich denke, ja, so kann man es stehen lassen. Ja, Octagon, das ist die nächste Aufgabe, steht ja schon sozusagen vor dir. Dieses riesige Game-Changer-Turnier, wo dann 16 der besten Fighter Europas antreten. 1 Million Euro sind sozusagen ins Turnier geworfen, also ist schon eine heftige Summe, die da rausgehauen wird. Der Sieger bekommt 300.000, allein so Cash-in-the-Tash-mäßig. Ja. Was bedeutet dir das Ganze, so einen Riesenteil zu sehen, natürlich in Europa in erster Linie und zum Teil natürlich auch auf deutschem Boden? Ja, ist für mich absolut brutal. Das Beste, was sie hätten machen können. Also ich sag auch vom Marketing her, super, 16, wie du schon sagst, 16 der besten Kämpfer und dann bin ich einer davon. Nee, geht doch gar nicht. Das ist doch einfach, wie war es damals bei Pride, haben die nicht auch? Pride, genau. Der große Grand Prix und so. Ja, das ist schon brutal einfach. Damit zu kämpfen ist doch absolut geil und wie ich habe es immer gesagt, ich will mich mit den besten Kämpfern messen und da, ja, da geht es jetzt los. Wo siehst du dich dort? Finale. Eine Million. Gibt es 1 Million? Aber gibt es Cash? Müssen wir dann natürlich den Chef fragen. Das hört sich gut an. Also du bist der Meinung, wenn du da reingehst,
so wie du es vorhin wahrscheinlich erwähnt hast, um dein Zitat zu nehmen, egal wer kommt. Egal wer kommt. Einzige, wo ich immer sage, verletzungsfrei, gesund, Finale. Das hört sich gut an. Christian Jungwirth hast du gerade erwähnt, müssen wir natürlich auch erwähnen, ein Topmann aus Deutschland, aus Stuttgart, der einzige bislang jedenfalls Deutsche mit dir zusammen, also zwei Deutsche im Turnier. Die Chance ergibt sich natürlich, dass es vielleicht früher oder später doch dazu kommt. Ich denke mal im besten Fall vielleicht im Finale, aber wie dem auch sei, wenn ihr gegeneinander kämpfen solltet, erstens wärst du bereit und zweitens hättest du Bock. Beides natürlich, ganz klar. Ich habe ja schon mal gesagt, da gibt es kein böses Blut oder sonst irgendwas. Christian ist ein guter Junge, ich respektiere ihn. Und wenn wir uns sehen, dass es, die Chemie passt, von daher wäre es mir eine Ehre, gegen ihn zu kämpfen. Solltet ihr aufeinandertreffen, wie glaubst du, wird die Partie verlaufen? Du kennst ja seinen Kampfstil, du kennst deinen. Was würdest du so visualisieren, sage ich mal? Eine Schlacht einfach. Also ich glaube, das wird auf deutschem Boden so ein Kampf hetzen. Oder ich kann mich nicht erinnern, dass es so eine Paarung überhaupt mal gegeben hat, von so zwei explosiven Kämpfern. Ich glaube, ich rede jetzt von dem Kampf danach. Der Kampf ist passiert. Hat es noch nie gegeben in Deutschland. Wenn ihr beide gegeneinander kämpft. Der Kampf ist schon passiert, das war jetzt nur danach. Genau, aber nein, ich meine, du hast ja gesagt, du bist im Finale, du gewinnst das Ding. Das ist so dein Fokus. Christian Jungwirth als Gegner, es wird eine Schlacht, das haben wir jetzt auch schon gehört. Führ uns vielleicht ein bisschen weiter. Wie wäre es im Idealfall? Wie würde es laufen? Idealfall ist immer ein K.O.-Sieg. Okay. Aber wie gesagt, ob es über die 5 Runden geht oder wie auch immer. Wir reden vom Finale, ja? Richtig? Von mir aus gerne. Ja. Kann ja auch sein, dass ihr euch vorher trifft. Das ja, klar. Oder geht es dann über die 3 Runden? Das ist auch gar kein Problem. Also von daher, ich weiß eins, dass ich auf jeden Fall als Sieger aus dem Käfig gehe. Ich denke, aber trotzdem wird es ein hartes Stück Arbeit. Ich freue mich, ich freue mich wirklich auf den Kampf. Und wenn es halt, ich sage auch so, wenn es nicht in diesem, also in diesem Turnier passieren wird oder wie auch immer, kann ja sein, einer verletzt sich oder einer verliert, dumm, kann alles passieren, würde ich gerne trotzdem gegen ihn danach kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Aber ich bin natürlich auch, das habe ich auch von ihm gehört, deutsch-deutsche Paarung, kann man sehen, wie man will. Aber ich glaube, die Leute wollen den Kampf im Moment am meisten sehen. Und von daher macht es am meisten Sinn. Wir sind fast im gleichen Alter. Beide spektakulär, beide Feuer in den Fäusten. Von daher, was gibt es denn Besseres? Ja, ich höre schon raus, ihr respektiert euch, beziehungsweise du respektierst ihn. Was man von ihm gehört hat, wir hatten ja auch ein Video zu einem Statement dazu. Also er sieht es genauso. Also ja. Das macht definitiv Lust auf mehr, jetzt wo ich es höre. Zum Thema Turnier, dieses Game-Changer-Turnier von Octagon. Es ist ja, also wenn man rausfliegt durch was auch immer, Verletzungen, man verliert, whatever, hat man ja die Möglichkeit, dass die Fans einen wieder zurückholen, ja. Wieder, dass man reingevotet wird. So könnte man ja auch eine Konstellation vielleicht sehen, an die man gar nicht glaubt. Der eine kommt weiter, der andere wird später nochmal zurückgeholt. Anders gefragt, im schlimmsten Fall solltest du irgendwie durch was auch immer für Gründe rausfliegen. Bist du relativ selbstbewusst, dass du glaubst, dass wenn es nach dem Fanvoting geht, dass du wieder zurückgevotet werden würdest? Ja, also ich denke ja. Also würde ich schon sagen, dass ich da von den Kämpfern, wo da antreten, die beste Chance habe, ja. Also ich habe schon so ein bisschen Gänsehaut. Ich will jetzt nicht zu weit nach vorne denken. Man sieht es auch in deinem Gesicht, du hast auch richtig Bock. Also das wäre definitiv für die deutsche Szene großartig. Großartiger wäre es natürlich, wenn ihr euch erst im Finale trefft. Und gut, das wäre ja ne, dann das Sechser im Lotto Dream. Mit Zusatzzahl. Genau. Ja, wenn es so kommen würde, wäre es am besten, na klar. Ja, Christian Jungwirth kämpft jetzt demnächst, also in wenigen Wochen im Februar, schon wieder sein Gegner Oliveira, der Mann, dem du zuletzt gegenüberstandst. Hast du vielleicht an dieser Stelle, ich denke, Christian wird sich das Interview sicherlich auch anschauen, den einen oder anderen Tipp für ihn, worauf muss er achten? Ich würde einfach nur sagen, nicht unterschätzen. Ne? Auch von seiner Bewegungsart, einfach nur nicht unterschätzen, dann denke ich, wird er das Ding auf jeden Fall machen. Was hältst du von Christian Jungwirth generell? Also habt ihr schon mal ein paar Worte gewechselt? Gerne, habt ihr euch getroffen? Ja. Wie ist er dir sympathisch? Ja, sehr sympathisch. Wie gesagt, die Chemie, die passt. Da kann man nichts sagen. Wir beide lieben Fußball. Passt alles. Es passt. Dann der kommt zwar aus Stuttgart, aber... Wenn die Eintracht spielt, dann... Dann weniger. ein anderes Thema, das ich noch in den Raum werfe, Michael Smolik, ist ja auch ein Mann, der
im gleichen Sponsoring-Team sozusagen ist, bei ESN seid ihr beide. Trotzdem wird da immer wieder hin und her gequatscht. Man sieht es an deinem Gesichtsausdruck, wenn du den Namen hörst, hast du so ein bisschen Magenprobleme. Von Michael hat man letztens gehört, 2-3 Fights will er noch machen, dann wäre er bereit für dich. Wie stehst du denn dazu? Ist das Thema noch offen? Und wie viel will er denn machen jetzt noch? Ich weiß nicht, ist er von 6-3 oder? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Der Junge ist einfach ein schwieriges Thema. Nur mal angenommen. Der Fight findet statt, ja. Mal angenommen. Wie würde der Kampf ausgehen? Michael Smolik gegen Christian Eckerli. K.O. erste Runde, Submission erste Runde. Vorzeitiger Sieg einfach. Ich meine, er hat eine gute Performance, er hat den letzten Kampf abgeliefert. Muss man aufpassen. Das lassen wir so stehen. Gehen wir direkt weiter. Michael Smolik wollte sich im Boxen bzw. Edmond von Ringlife messen. Das spreche ich natürlich auch gerne an. Du kennst ja beide. Du kennst Edmond, bist ja auch befreundet mit ihm. Kommt das zustande oder kommt das nicht zustande? Ist aktuell noch nicht safe, aber beide reden darüber. Beide versuchen sozusagen Datum, ein Event zu finden. Sollte es dazu kommen, wie siehst du den Kampf? Wen würdest du da vorne sehen? Was glaubst du im Boxen? Wie stellen sie sich an? Also natürlich, man muss eins bedenken, die Größe, die Reichweite vielleicht. Aber ich würde ganz klar Edmond vorne sehen, ne? Weil er einfach der bessere Boxer ist. Ich habe selber mit ihm gespart. Mhm. Ich habe gar keine Ahnung, wie Smolik boxt, also rein boxerisch. Keine Ahnung. Also du meinst, wenn man das Kickboxen, also die Kicks sozusagen wegnimmt, wird es schwierig für Michael gegen Edmond? Ja. Wenn der Kampf um, lass es 10-12 Runden laufen sollte, glaubst du, der endet vorzeitig? Ja, ich denke auch. Ich denke vorzeitig, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Ich kann es gar nicht so einschätzen. Also von der Power her würde ich Edmund sagen, dass er ihn vorzeitig besiegen kann, ja. Zum Thema Boxen, man sieht ja auch mal diese Promi-Fights in Amerika, ja. Einen großen Boom. Wäre das auch irgendwas, was dich interessieren würde? Null. Ich bin in erster Linie, wie gesagt, meine Zeit ist begrenzt. Ich bin in erster Linie da, dass ich den Sport hier in Deutschland groß mache für die Jungs, die danach kommen. Wo ich mich dann natürlich nach meiner Karriere für engagieren werde, dass da, wie soll ich sagen, keine Ahnung, wie man beim Fußball vielleicht eine Akademie macht oder sonst irgendwas. Ich habe da schon einiges im Kopf und das bisschen zurückgeben, was man so aufgebaut hat, sage ich mal. Und das ist so mein Ziel danach. Habt ihr mal kurzes Update, was danach dann folgt, ja. Jetzt zum Thema große Ziele, solltest du dieses Turnier gewinnen von Octagon, bist du nicht nur ein paar Euro reicher natürlich, sondern was würde dir das bedeuten, was wäre das, ich sag mal, für deine Legacy? Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich das gar nicht so. Ich hab das schon immer gesagt, ich gucke immer von Kampf zu Kampf. Für mich ist das viel wichtiger, das Nächste, was da ansteht. Natürlich, so ein Turnier zu gewinnen oder einen Titel zu gewinnen, ist schön, aber für mich ist es in erster Linie der nächste Kampf. Den will ich gewinnen. Und wie wir schon gesagt haben, mit dem Sieg, so nimmst du dein ganzes Umfeld mit hoch und dich selber auch. Und von daher, Turnier ist schön, kann man Geld verdienen. Für den einen oder anderen ist es dann wie ein neues Leben. Aber ich denke mal, ich würde das jetzt nicht großkotzig sagen, aber so viel Geld hat man schon mal im Leben gesehen. Es klingt aber auf jeden Fall auch fokussiert, dass man von Kampf zu Kampf denkt. 100%, ich denke, damit machst du auch nichts falsch. Wenn man jetzt nochmal schaut, dein Alter, du hast es ja erwähnt, du hast gesagt, du weißt nicht, wie lange du noch machst. Gibt es im Hinterkopf trotzdem so eine Zahl oder irgendein Körpergefühl oder wonach richtest du dich, dass du sagst, ich weiß, jetzt ist Schluss? Ja. Nee. Noch alles offen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mit Nils geredet und so. Der sagt überhaupt, warum machst du es überhaupt noch? Ne? Sagt er. Aber das Feuer brennt noch stärker wie zuvor. Und ich sag mir für mich immer für mich selber. Also man macht sich auch seine Gedanken drüber. Kommt eine Verletzung? Wie ist dein Körper? Was das? Aber im Moment ist alles in Ordnung. Wie es im einen Jahr dann nach dem Turnier aussieht, das weiß kein Mensch. Wenn ich sage, ey, ich kann nicht mehr, mir tut das weh, dann hör ich auf. Aber solange ich es noch machen kann, mache ich es. Da gibt es keine Altersbegrenzung oder sonst irgendwas. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, ja.
Dann klopfen wir auf Holz, dass du noch lange und eifrig fightest. Ja. Wenn wir wieder nach der Karriere sozusagen schauen, du hast es jetzt schon angedeutet, du willst so ein bisschen den Weg ebnen für die Burschen, die hinter dir folgen. Planst du vielleicht auch als Coach mehr dann zu agieren? Man sieht dich ja unter anderem in der Ecke dann von Roberto Soldic oder ähnlichem. Willst du da ein bisschen intensiver reingehen oder ist das nur so ein Ding, dass du just for fun ab und an machst? Wie soll ich sagen? Das Trainer da sein ist ein ganz neues Feld. Ne? Ich würde natürlich meine Erfahrung weitergehen an die Jungs, aber in erster Linie jetzt Trainer, dass ich mir dann Gedanken mache, hey, was mache ich heute mit denen? Boah, nee, ich glaube, da hätte ich auch gar nicht die Zeit dazu. Lieber trainiere ich mit und gebe das weiter, was ich in meinem Kopf habe. Ich würde es anders machen. Ich würde mehr das Management übernehmen, sprich, nicht Kämpfe jetzt klar machen, sondern einfach, dass die Jungs ohne Druck trainieren können. Druck heißt Geld, Essen, Schlafplatz und was auch immer. Also das Ganze professionell machen, ähnlich wie im Fußball. So ist es, genau. Nicht jetzt im großen Stil, aber 10, 15 Kämpfer, Elite-Kämpfer, so ist es schon in der Planung. Ja. Ja, du warst in Manila ja mit, live vor Ort dann bei Robertos Kampf. Was hältst du von ONE als Organisation, vielleicht auch optisch, was du so mitgenommen hast? Ja, ist auf jeden Fall eine weltführende Organisation, auch von dem ganzen Marketing, von der Aufmachung her, von allem außenrum. Also es ist schon hochprofessionell, da kann man nicht sagen, es ist schon brutal. Zu Robertos Kampf, der Finish, also der Tiefschlag, dieses brutale Knie, das hörte sich auf Band schon mal unglaublich laut an. Du warst live vor Ort, ich wette, da war es um einiges schlimmer. Du hast es ja auch schon leider Gottes mehrfach erlebt. Mhm. Wie war so der Moment? Also so einen Tiefschlag habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Tiefschlag war auf der anderen Seite vom Käfig und ich habe links davon gesessen. Das war ein Geräusch, Klork hat es gemacht und dann... Jeder in der Halle hat war schon bös heftig und ich möchte nicht in seine Haut gesteckt haben in dem Moment. Das kannst du laut sagen, leider. Hast du was gehört von seinem Management, von Ivan und Tommy? Gibt es das Rematch? Gibt es einen anderen Gegner? Weißt du da was? Ich muss ehrlich sagen, ich war im Urlaub, Weihnachten war davor. Wir haben uns nur Glückwünsche zu Weihnachten und Neujahr gegeben. Ich denke mal, nächste Woche werde ich Ivan sehen und dann werde ich natürlich mal drauf ansprechen, aber ich kann euch leider zu dem Punkt leider nichts sagen. Nee. Stefan Pütz, dein guter Freund, der will eher bei Octagon nach dem Titel greifen. Carlos Vimola, jetzt des Öfteren herausgefordert, das große Thema drumherum mit den Tieren und was Stefan Pütz dir natürlich auch am Herzen liegt. Wie würdest du so ein Duell sehen? Glaubst du, Stefan Pütz kann den anderen Terminator sozusagen lahmlegen? Wenn es einer kann, dann ist er das. Ja. Von der Physis her, von allem anderen. Ich denke, wenn er die Titelchance bekommt, dann holt er sich auch den Titel. Ganz klar. Daniel Weichel, auch ein Urgestein der deutschen Szene, hat dich hier reingebracht, wie man vorhin gehört hat. Bei Bellator erfolgreich unterwegs, ab und an so, ich sag mal, es geht mal hoch, mal runter, aber ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn man auf diesem Top-Level so mithalten will. Wie siehst du seine Zukunft? Was können wir von ihm noch erwarten? Was hast du da noch gehört? Du, Daniel geht seinen Weg, wie er den vor 15 Jahren gegangen ist, geht jeden Tag ins Training. Kämpft und wird seinen Weg genauso weitergehen und auch erfolgreich mit dem Team, was er hinter sich hat. Ob es jetzt in Titelrichtung geht, muss man schauen, wie die nächsten Kämpfe verläuft. Aber ich denke, jeder Kämpfer, der in seiner Organisation ist, strebt an, nach dem Titel zu greifen. Und von daher ist es bei Daniel nicht anders. Er gehört auf jeden Fall zu den Besten der Welt. Und dann drückt man natürlich auch die Daumen an dieser Stelle, wenn er es hört, dass wir hoffentlich dann wieder ihn in Aktion sind bei Bellator. Dann gibt es noch einen dritten Namen, den ich noch mal so in die Runde werfe. Auch ein guter Freund von dir, Max Koga. Ja. Man sieht es in den Videos immer, dass ihr euch da gegenseitig immer ein bisschen neckt. Er will jetzt nach dem NFC-Titel greifen. Mert Özildirim, sein Gegner, wie siehst du da seine Chancen? Ja, ich muss sagen, den Gegner kenne ich gar nicht. Also habe ich gar nicht jetzt verfolgt. Aber jeder, der Max kennt, der ist verrückt. Der hat es ja nicht mehr alle. Der wird das Ding reißen, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ihm sein Ziel. Er hat leider gegen Jan Ahrens hat er verloren. Und er wird das wieder richten und fertig. Er holt sich den Titel nach Frankfurt und Ende. Da sehe ich überhaupt keine Zweifel dran.
Wie ist das denn bei dir? Gibt es bei dir noch irgendwas, natürlich außer diesem Game-Changer-Turnier, das du gewinnen willst, noch irgendwas, das du erreichen willst? Also das Thema UFC ist ja immer so ein bisschen im Hinterkopf von manchen Fightern. Gibt es irgendwas, Gegner vielleicht, die du speziell noch mal vor die Fäuste bekommen willst? Gibt es irgendwas, was du noch erreichen willst? Ja, Gegner, Jungwirt, das ist klar, das ist jetzt so das nächste. Also das nächste Ziel, was dann nach diesem Turnier kommt. Aber sonst eigentlich habe ich einfach nur Bock zu kämpfen. Egal gegen wen, die Zeit noch genießen, was mir gegeben ist. Wie gesagt, es ist begrenzt, sind nicht mehr die Jüngsten. Das ist eigentlich alles. Das ist noch die schönen Jahre jetzt mitnehmen. Die vielen Standbeine hatten wir jetzt schon erwähnt, es sind ja so einige, es sind nicht nur zwei, drei, vier vielleicht. Ja. Die YouTube-Karriere, die du jetzt gestartet hast, seit gut einem Jahr, läuft wirklich hervorragend, auch unglaublich unterhaltsam. An dieser Stelle vielleicht schaut unter das Video, da findet ihr auf jeden Fall den Link zu seinen Videoblogs. Wohin soll das Ganze führen? Erstens, was hast du da vor? Und zweitens, wie sehr ist das Fun für dich, das noch nebenbei sozusagen abseits des ganzen Trubels mitzunehmen? Ja, geil ist es auf jeden Fall. Ich meine, wir sind genauso, wie wir uns da zeigen oder geben. Nur, dass jemand mit der Kamera mitläuft. Aber in erster Linie habe ich das Ganze gestartet, den Sport, eigentlich mal den Leuten den Sport darzulegen, was wir überhaupt da machen. Ja, wenn man so früher gesagt hat, ey, du machst, ja, Käfigkämpfe machst du. Boah, krass, ihr seid ja asozial. Und so will ich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber du hast es erwähnt bei Daniel Weichel ganz am Anfang, wo er dir erzählt hat, MMA, du hattest auch schon direkt eine eigene Vorstellung, ohne genau zu wissen, was es ist. So ist es. Da ist es natürlich perfekt, dass ihr da den Einblick bringt. Und deswegen haben wir das da ins Leben gerufen mit dem YouTube-Kanal und einfach den Leuten zu zeigen, wie viel Zeit man in den Sport investiert, wie viel Schweiß, Tränen, Blut da einzubringen ist und Gott sei Dank nehmen die Leute das so gut an. Vielen Dank da erstmal dafür. Und wir sind erst am Anfang. Wir sind gerade ein bisschen über ein Jahr online. Und von daher wollen wir die Leute bei allem, was ich mache, mitnehmen. Ob es Urlaub ist oder wie auch immer. Es gehört alles dazu. Ich zeige mein Leben, zeige meine Familie, meine Freunde, mein Sport natürlich. Das war natürlich der ausschlaggebende Punkt, das ins Leben zu rufen. Die anderen Sachen sind dann natürlich gekommen. Champagner, Tommy und so weiter, die sind da reingerutscht, ob sie wollten oder nicht. Ein Auto-Enthusiast bist du ja auch noch nebenbei. Ja. Das sieht man auch durch deine Videos. Man hat vorhin auch gesehen, auch mit einer schicken Karre vorgefahren. Was ist so das Nächste bei dir als Ziel? Du wechselst ja gerne mal, machst da manchmal auch so ein bisschen, im nächsten Video gibt es das. Die Lösung, klär uns ein bisschen auf, was du planst. Und man hat ja auch gesehen im Dubai-Blog von dir, da hast du ja auch schon wieder spekuliert nach einem neuen Auto. Wie gesagt, ich mag Autos, liebe Autos. Und da kommt das ein oder andere Schmuckstück mal in die Garage. Aber so schnell sind sie auch wieder weg, weil ich habe schnell die Lust verloren. Dann muss Babak ein neues Auto bauen. Wir haben ein neues Auto vor der Brust, ein Rolls-Royce Cullinan. Der ist da unten ja gefahren wie hier, keine Ahnung, ein Smart oder so. Und Babak hat noch einen da gehabt und dann hat er gesagt, willst du den haben? Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns den mal an. Müsst einfach nur mal das letzte YouTube-Video schauen und da wird das Auto dann vorgestellt. Also ihr habt es gehört, schaut auf jeden Fall rein. Andere Frage, die ich noch habe, auch ein bisschen persönlich. Christian Eckerlin, wenn er da zu Hause sitzt, den Fernseher anmacht, seine Streams sozusagen. Ja. Was sind so deine Go-To-Serien? Was sind so Filme, die du liebst, von denen nicht jeder unbedingt weiß? Was schaut ein Christian Eckerlin? Was schaut gestern habe ich zum Beispiel Heat geguckt, ein alter Film, Gänse. Al Pacino, ja klar. Genau, so in dem Ding bin ich. Serien muss ich eigentlich immer sagen. Letzte Serie, wo ich geguckt habe, war Vikings. Mhm. Geil. Game of Thrones, so Sachen halt. Ne? Aber wie gesagt, das ist auch wirklich ganz wenig, weil wo ist die Zeit dann? Ne? Das ist schwer. Jetzt zum Thema wenig Zeit, ist es vielleicht auch der Grund, warum du das Leben zum Teil so intensiv lebst? Man hat ja jetzt gesehen, mit Jesus, mit Haftbefehler, kleine Partys, dann gibt es Go-Kart-Rennen, das volle Programm, also sehr viel Craziness. 100%, ne? Das ist natürlich noch so ein Ding, wo dazugekommen ist, was auch natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Also jetzt bist du mal ganz schnell 2 Tage unterwegs, du weißt ja selber, du fährst in eine andere Stadt und das kostet alles Zeit und dann natürlich die Geschäfte. Ja. Aber trotzdem ist es auch geil. Ne? Definitiv. Wie gesagt, das ist eine begrenzte Zeit. Und von daher
muss man das genauso leben. Es gibt auch viele Pranks, ihr nehmt euch gegenseitig auf den Arm. Unter anderem Max Koga versucht ihr immer ins kalte Wasser zu ziehen, er weigert sich. Gibt es da neue Pläne, dass er das nächste Eisbad bekommt? Ja, die nächsten Pläne, eigentlich der Paradiesvogel müsste erstmal neue Klamotten kaufen. Ich meine, der läuft ja rum wie, keine Ahnung, muss man was mit einem Stylist mal bezahlen, dass er den mal einen guten Style herbeizaubert, weil bei ihm ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber gut, das werden wir auch in den Griff kriegen. Aber er hat doch jetzt die letzte Zeit, hat er doch Eisbad gemacht, oder? Nicht so ganz freiwillig sah es aus. Aber das nehmen wir den nächsten Mal mit, aber er ist jetzt gerade in Afrika. Genau, Sansibar. Ja, klopft ein bisschen die Kokosnüsse, denke ich. Aber wenn er kommt, werden wir ihn auf jeden Fall mit einbinden das nächste Mal. Man hat bei dir gehört, es gab eine Jogging-Challenge, da hast du Joggen. Ja? Fleißig diskutiert, da wurde gesagt, wie lange hältst du es aus, am Stück zu joggen? Da hast du gesagt, 10 Stunden am Stück, könnte ich mir vorstellen. Oh, ja. Klang sehr verrückt. Ja, das was, ist auch verrückt. Was ist daraus geworden? Gar nichts. Die Challenge ist so gekommen, weil ich ja jeden Sonntag die 10 Kilometer laufe. Ne? Ja. Und dann hat einer mal in die Kommentare geschrieben, wie lange würdest du es aushalten, am Stück zu laufen? Da habe ich gesagt, 10 Stunden. Traust dir zu. Also ja. Da hat, glaube ich, auch der ein oder andere erst mal geguckt. Ja, aber ich glaube, 10 Stunden laufen ist schon bös hart. Ey. Aber so weit sind wir noch. Wir haben jetzt einen straffen Plan dieses Jahr, von daher, dieses Jahr wird es schon mal gar nichts. Was denkst du, werden so die nächsten Ideen sein? Also muss natürlich nicht zu viel verraten oder es vielleicht noch so ein bisschen unter verschlossener Hand halten. Aber was für Challenges könntest du dir vorstellen? Wen würdest du besonders gerne herausfordern? Und auf der anderen Seite, was für Strafen würdest du dir einfallen lassen? Vielleicht für den einen oder anderen, der zuschaut und sich denkt, so, oh, wenn Christian mich herausfordert, muss ich XYZ tun. Ja, vielleicht so eine Fußball-Challenge, ne? Wo man sagt, okay, derjenige geht ins Tor, derjenige schießt und dann umgedreht. Man soll nicht so viel voraussagen, aber vielleicht blendet derjenige dann mein Code ein bei seinen Aktivitäten. Wenn ich natürlich verliere, dann nicht. Aber so viel wollen wir nicht zu viel verraten. Alles klar, das hört sich gut an. Du musst also keine Pilze oder Rosinen essen, wie man es kennt. Von daher vielen Dank für diesen herzlichen Einblick von dir. Danke, dass wir hier sein durften. Immer gerne. Und ganz, ganz viel Erfolg natürlich im Gamechanger-Turnier bei Octagon. Vielen Dank. Da freuen wir uns alle drauf. Danke Christian. Sehr gerne. Ja, Christian, und du weißt ja, die Videos, die wir produzieren, die ihr produziert, kosten natürlich Geld. Demnach gibt es auch sicherlich den einen oder anderen Sponsor. Das letzte Wort überlasse ich dir. Ja, ganz genau. Unterstütze das ganze Projekt mit dem Einkauf bei ESN, zum Beispiel mit dem Rabattcode Ekelin, aber auch alle anderen Athleten haben ihren Code und so unterstützt ihr das ganze MMA-Projekt Deutschland.